Raus aus den Fußballschuhen und rauf aufs Surfbrett. Der FCA geht fremd. Philipp Max, Marcel Heller, Johnny Schmid und Goiko Katscher tauschen für einen Nachmittag die Sportart. Vorfreude ist riesig, weil ich das noch nie gemacht habe. Das war mein großes Wunsch. Aber auch ist Angst auch ein bisschen dabei. Doch bevor es auf die Bretter geht, bekommen die Jungs das richtige Outfit verpasst. Ganz wichtig natürlich, eine professionelle Einweisung mit Tipps und Tricks vom Profi. Beim ersten Mal natürlich immer so ein bisschen, wo man hinschauen soll, nichts aufs eigene Brett, ein bisschen nach oben schauen. Genau, einfach mal die Spannung und bei dem einen oder anderen ist eine Schulter, man ist ein bisschen verkrampft am Anfang, hat dann gleich super funktioniert. Für die FCA-Profis ist das Surfen zwar Neuland, Berührungsängste mit der rauschenden Welle haben die Jungs aber nicht. Mal die Angst zu überwinden, weil du hast ja schon ein bisschen Schiss, wenn du dann mit dem Board nach hinten knallst. So vom Stehen her ging es eigentlich, weil wir eigentlich eine ganz gute Balance alle haben und wie gesagt, als dann die Angst weggegangen ist, dann wurde es auch von Mal zu Mal dann schon besser. Einfach am Anfang der Respekt vor der Welle einfach, wie man dann darauf steht und wie das Gefühl dann ist, wenn man dann das Gleichgewicht nicht mehr halten kann und dann aufprallt. Von Mal zu Mal wurde es immer besser und dann traut man sich auch mehr. Mit der Zeit klappt es bei unseren Jungs immer besser. Für den erfahrenen Coach keine Überraschung, dass schnell Fortschritte zu erkennen sind. Bereits nach nur wenigen Anläufen fahren die FCA-Profis ihre ersten Turns und haben sichtlich Spaß am Surfen. Ich denke, das ist noch ein bisschen was anderes wie Fußball natürlich. Aber wir haben natürlich sehr viel gutes Gleichgewicht, können wir gut ausbalancieren durch viele Übungen im Fußball. Aber es ist natürlich trotzdem sehr schwer am Anfang draufzustehen, um sich dann auch von rechts nach links zu bewegen. Sonst hat halt immer gesagt, dass wir so ein bisschen mit der Hüfte arbeiten sollen. War ein bisschen schwierig am Anfang, aber wurde von Mal zu Mal, wie gesagt, besser und hat halt riesen Spaß gemacht. Nach 60 anstrengenden Minuten auf dem Brett gibt's vom Surflehrer nur Lob und auch einen, der es besonders gut gemacht hat. Am besten so am Ende von den Kurvenfahren war der Johnny Schmid, aber alles in allem haben sie sich alle super verkauft. Also einen wirklichen Gewinner raus würde ich nicht unbedingt machen, sondern sagen, für die erste Session waren die alle sehr, sehr gut. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Die haben alle recht behalten, macht sehr viel Spaß und so bekommt man auch Lust auf mehr. Für die vier Fußballer steht nach der kurzen Einheit fest, das war nicht ihr letzter Ausflug in die Surfhalle.